Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße noch die, die dazugekommen sind, zum heutigen MagicCAD Update Webinar für unsere Version MagicCAD 2023, welche im Juni erschienen ist. Wir möchten Ihnen heute die neuen Features präsentieren, was für Veränderungen vorgekommen sind und wir entsprechend eingearbeitet haben, welche Weiterentwicklungen es gibt. Und das möchten wir uns heute mit Ihnen gemeinsam anschauen. Heute hier am Bildschirm für Sie, meine Wenigkeit, Herr Schneider, und mein Kollege, der Herr Geißler. Der Herr Geißler wird dann MagicCAD Schematics und den elektrischen Teil übernehmen. Ich für meine Wenigkeit werde die HKLS-Seite Ihnen entsprechend zeigen. Es ist ja oft so bei größeren Projekten, dass es aufgrund von Performance, sage ich mal, Verbesserungen oder Performance-Problemen dazu kommt, dass man Modelle aufteilt, zuerst in der Architektur, aber vielleicht auch später in der TGA und dann entsprechend mehrere verschiedene Teilnetze in verschiedenen Modellen hat. Mit unserer Funktion Modellverbindung ist es möglich, diese modellübergreifend miteinander zu verbinden und dann entsprechend auch die Berechnungen über die entsprechenden Netze hinweg durchzuführen und über die Modelle hinweg durchzuführen. Dabei hat man die Möglichkeit, die Verlinkung manuell zu erstellen. Ganz einfach, indem man das offene Kanalende auf der einen Seite des Kanalnetzes im einen Modell und im anderen Modell an der offenen Seite entsprechend auswählt, um dann dort die Verbindung herzustellen. Ebenfalls ist es möglich, aus einem Modell mit dieser Modellverbindung anfangen zu zeichnen und dann quasi direkt ins nächste Modell zu springen und dort weiter zu zeichnen. Ja, also ein neues Modell, im neuen Modell sozusagen direkt die Weiterzeichnung dann dort fortzuführen. Dann ist die Modellverbindung auch sofort erstellt und die müssen Sie im Nachgang nicht mehr machen. Aber beides ist entsprechend möglich und das möchte ich Ihnen kurz mal zeigen in Revit. Wir haben dafür hier zwei Teilmodelle vorbereitet. Das ist das eine Modell Lüftung 1. Da habe ich hier in dem Gebäude den oberen Teil des Luftkanalnetzes. Und dann habe ich ein zweites Modell, Lüftung 2, das sehen Sie hier. Da haben wir den unteren Teil des Netzes. Das heißt, und diese beiden Netze möchte ich miteinander verbinden. Und das geht nämlich mit unserem neuen Tool Modellverbindungen. Und das finden Sie, weil es ja ein Lüftungsfeature ist, vorerst unter MagicCAD Ventilation. Und dort unter Option für Berechnungen haben wir dort die Modellverbindung. Modellverbindung hinzufügen. Können Sie einfach anklicken und jetzt wählen Sie als erstes das erste offene Ende in einem Modell an, das Sie verbinden möchten. Dafür klicke ich hier dieses Kanalendstück an. Und jetzt zeigt mir MagicCAD schon an, dass er die eine Seite gefunden hat. Und jetzt möchte er noch in die zweite Seite gehen und dort den zweiten Teil verbinden. Daher wechsle ich jetzt hier ins andere Modell. Bin ich im anderen Modell und sage dann, ich möchte das Element auswählen, das ich verbinden möchte. Und dann wähle ich hier ebenfalls den Zuluftteil aus. Hier habe ich jetzt einen kleinen Fehler. Hier habe ich nämlich noch eine Modellverbindung, ist aber kein Problem. Die nehme ich ganz einfach raus. Und dann starte ich die Geschichte noch einmal neu. Das heißt, Modellverbindung hinzufügen, das offene Ende anklicken, genauso wie wir es vorhin auch gemacht haben. Und dann nochmal hier auf das zweite Element und dort entsprechend den anderen Kanal auswählen. Und schon habe ich eine grüne Leiste, die mir sagt, dass die Verbindung erfolgreich erstellt wurde. Das kann ich genauso auch machen, dann mit dem Abluftteil, dass ich dort den entsprechenden Teil auswähle und dann wiederum ins andere Modell wechsle, um dort dann mein anderes, ja, die andere Kanalseite entsprechend auszuwählen. Und schon habe ich sowohl Zuluft als auch Abluft direkt miteinander verbunden. Und solange die beiden Modelle offen sind, die müssen auch nicht miteinander verknüpft sein, die können einfach nur parallel geöffnet sein, kann ich entsprechend dann auch die weiteren Funktionen jetzt ausführen und auch das Gesamtnetz anwenden, wie zum Beispiel die Berechnungen. Da kann ich mal beispielhaft hier eine Einregulierung starten im Zuluftbereich. Da klicke ich ganz einfach irgendein Stück Kanal an. Das muss nicht das letzte Ende sein, sondern irgendein Stück Kanal. Und dann öffnet sich die entsprechende Berechnung. Wenn ich jetzt hier diese Modellverbindung, Sie sehen, das sieht aus wie ja, ein Enddeckel,
auf dem Kanal. Wenn ich hier anklicke, dann kann ich direkt an der Berechnung auch zu dem Punkt springen und dann sehe ich hier direkt den Punkt, an dem die Übergabe stattfindet von einem Modell zum anderen. Und ich sehe auch, dass hier ganz normal die entsprechenden Berechnungswerte fortgeführt werden, als ob ich in einem Gesamtmodell arbeite. Das nächste neue Feature, das ich Ihnen zeigen möchte. Raumbezogene Auswahl und Platzierung von Luftdurchlässen. In der Vergangenheit war es so, dass ich Luftdurchlässe mit MagicCAD einzeln platziert habe oder in Gruppen platziert habe, auch raumweise zum Beispiel platziert habe, aber ich hatte bis jetzt nie die Verbindung zum Raum an sich. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Rauminformationen direkt zu nutzen, um Luftdurchlässe automatisch auslegen zu lassen und auch mir eine oder Ihnen eine Vorauswahl von entsprechenden Luftdurchlässen basierend auf dem Gesamtvolumenstrom des Raumes vorschlagen zu lassen. Dafür definieren Sie in dem Raum selbst, in dem MEP-Raum, den entsprechenden Zuluftvolumenstrom, den Sollzuluftvolumenstrom und den Sollabluftvolumenstrom und können dann auf Grundlage dieser Informationen aus dem Raum dann mit der Auslegung der Durchlässe starten. Auch das möchten wir uns direkt im Modell mal anschauen. Ich habe hier einen Raum, in dem noch keine Luftdurchlässe eingeplant sind. Wenn ich mir den Raum mal anschaue, mit dem MEP-Raum, mit den verschiedenen Informationen, dann sehen wir hier, dass wir hier einen Zuluftstrom und auch einen Abluftstrom angegeben haben. Und jetzt kann ich ganz normal, wie Sie es von MagicCAD kennen, mit MagicCAD Ventilation in die Produktinstallation und damit in die Produktauswahl gehen und mir dort ein entsprechendes Gerät auswählen. Ich muss dabei jetzt nicht die verschiedenen Untertypen auswählen, sondern wähle nur die Hauptfamilie aus. Ich muss auch keinen Durchfluss eingeben, sondern ich gehe hier einfach auf in MEP-Raum platzieren und wähle dann den entsprechenden Raum aus und bekomme dann von MagicCAD verschiedene Konfigurationen des Luftdurchlasses mit verschiedenen Typen vorgeschlagen. Das heißt, ich habe den Gesamtvolumenstrom des Raumes. Ich habe ebenfalls, wenn ich möchte, einen maximalen Schallpegel, den ich eingeben kann und auch einen Druckverlustbereich und eine maximale Anzahl der Geräte, die ich zulassen möchte. Und jetzt bekomme ich hier für jeden entsprechenden Typen verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt hier bei dem 125 zu 125 habe ich insgesamt drei Auswahlmöglichkeiten, einmal mit 4 Geräten, dann auch mit 6 Geräten. Oder auch mit 8 Geräten. Und je nachdem, was für eine Anzahl von Geräten ich habe, habe ich natürlich dann jeweils bei einer größeren Anzahl einen kleinen Gesamtvolumenstrom oder einen Volumenstrom für das einzelne Gerät, für jeden einzelnen Luftdurchlass. Ebenfalls kann ich in diesem Tool vordefinieren, wie denn die maximalen Abstände zwischen den Objekten sein sollen oder auch der Abstand zur Wand, wie der eingehalten werden soll und kann mir natürlich mit diesen Abstandstoleranzen dann noch ein bisschen Freiraum belassen. Ich kann die Drehung einstellen oder auch die Objektausrichtung entweder versetzt oder gleichmäßig durchführen. Der springende Punkt ist, ich sehe jederzeit meine entsprechende Konfiguration um meinen Betriebspunkt des einzelnen Gerätes und muss das einfach nur mit OK bestätigen und kann dann nach der Platzierung natürlich meinen Luftdurchlässe anschließen und wie gewohnt mit MagicCAD die weiteren Tools, wie zum Beispiel die Dimensionierung des Luftkanalnetzes oder auch die Berechnung nutzen. Ein weiteres Tool aus unserem Main Release ist das neue Steigleitungstool. Ich kann Steigleitungen jetzt einfach während des Zeichnens von Rohren automatisiert erstellen lassen. Das ging früher auch mit Revit, ein bisschen umständlich, muss man zugeben. Das Besondere hierbei ist, dass ich sowohl die Ebene auswählen kann, wohin ich mit der Steigleitung springen möchte und auch natürlich den Versatz auswählen kann. Und ich kann ebenfalls automatisch die Rohre mit Trennern und Verbindern versehen lassen, einfach mit der Prämisse, dass die verschiedenen Rohrteile dann auch den jeweiligen Ebenen und Geschossen zugewiesen werden können.
Ja, es gibt ja einmal eine Bezugsebene zu jedem Bauteil. Bei Rohren ist es so, dass es nicht unbedingt immer die Ebene ist, wo auch das Rohr liegt, weil ja große, lange zusammenhängende Rohre auch über mehrere Geschosse gehen. Dadurch ist es hier mit MagicCAD möglich, diese Aufteilung manuell zu erstellen, damit das auch dann entsprechend möglich ist und ich die einzelnen Rohrabschnitte den einzelnen Bezugsebenen zuweisen kann. Dieses Steigleitungstool ist direkt integriert in unser Rohrzeichnungstool. Das heißt, entweder gehe ich über MagicCAD Piping, zum Beispiel über die Rohrzeichnung in das MagicCAD Rohrzeichnungstool, oder ich klicke ein MagicCAD Rohr an, gehe dann auf Ähnliches erstellen in der grünen MagicCAD-Leiste und bekomme dann ja live unsere Floating Toolbar entsprechend angezeigt. Und hier sehen Sie schon diese drei neuen Elemente. Da haben wir ebenfalls als Neuerung dazu, dass ich direkt hier aus dem Dialog ein Rohrsegment als Referenz auswählen kann, wo dann die entsprechenden Daten automatisch übernommen werden. Ich kann entsprechend die Größe auch gleich hier ändern. Das kann ich auch hier machen natürlich. Aber ich kann vor allen Dingen gleich zeichnen. Ja, das heißt, wenn ich hier jetzt entsprechendes Rohr zeichne, ich nehme mal zum Beispiel mal diese Referenz. Das ist hier das Schmutzwasserrohr. Dann kann ich direkt, sage ich mal, anfangen zu zeichnen und dann kann ich hier während des Zeichnens direkt in das Steigleitungstool gehen und MagicCAD sozusagen sagen, bis wohin er springen soll. Ich befinde mich jetzt sozusagen hier auf der ersten Ebene mit einem kleinen negativen Versatz. Den kann ich aber sozusagen bis ganz nach unten ziehen. Ja, ich kann aber auch sagen, nee, fahr bitte mal hoch bis in das dritte Geschoss. Und dort bitte bis mitten in den Raum auf 1 Meter Höhe und dann bis runter in die Parkebene und dort aber bitte nur noch 500 sozusagen drunter, damit ich dann dort quasi direkt dann ins Erdreich sozusagen fahren kann. Dann habe ich hier noch zusätzliche Optionen, dass ich hier den aktuellen Versatz und die Ebene dann verwende, dass er sozusagen dann die Ebene automatisch übernimmt, sowie dass ich dann entsprechend auch direkt einen Enddeckel sozusagen auf das offene Ende sozusagen platzieren kann. Das sind aber natürlich alles optionale Geschichten. Ebenfalls kann ich mit Absoluthöhen arbeiten, wenn ich es möchte. Das heißt, ich kann sozusagen vom Projekt 0 aus die Höhe bestimmen, mit der ich arbeiten möchte, nicht nur mit dem jeweiligen Versatz des jeweiligen Geschosses. Und ich kann die Steigleitung, wie bereits gesagt, auch nach Ebenen teilen und bestätige das sozusagen hiermit einfach nur und dann wird diese Steigleitung automatisch erstellt. Ja, das können wir uns dann mal kurz hier anschauen in einem kleinen 3D-Ausschnitt, damit Sie dann auch sicher sehen, wie das hier entsprechend vonstatten geht. Da sehen wir es bereits, dass hier die entsprechende Steigleitung automatisch erstellt wurde und über mehrere Geschosse geht. Und ich habe hier auch die Unterteilung nach den jeweiligen Geschossen. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Trenner mit drin. Das ist natürlich eine optionale Sache, die muss ich nicht machen. Das ist aber auf jeden Fall möglich, dass ich diese Steigleitung, diese Trenner entsprechend mit reinarbeite. Ja, ganz besonders freut uns, dass wir ein neues Tool hier vorstellen können. Und das ist die Unterstützung von Strömungsteilern, die wir seit diesem Main Release ebenfalls in MagicCAD im Trinkwassermodul entsprechend unterstützen. Das heißt, ich kann die Strömungsteile aus der MagicCAD Cloud auswählen, bis jetzt nur generisch. Wir haben ein generisches Bauteil dafür, auch als Venturi-Strömungsteiler bekannt. Und ich kann damit entsprechende Ringleitungen ausführen, um sozusagen Trinkwasserelemente direkt kurz anzuschließen und natürlich dann hygienisch sauber entsprechend zu arbeiten, weil der Strömungsteiler sorgt ja für einen stetigen Durchfluss an den Trinkwasserarmaturen, auch wenn diese nicht genutzt werden, um somit Stagnation in meiner Trinkwasserleitung zu verhindern. Den Strömungsteiler finden wir ganz normal unter Produkt installieren in unserer Produktauswahl
jetzt unter einer neuen Kategorie Strömungsteiler, die wurde extra neu erstellt. Und da sehen wir, dass wir hier einen generischen Strömungsteiler haben in verschiedenen Größenbereichen. Der wird sicherlich dann in nächster Zeit dann entsprechend auch das eine oder andere Herstellerbauteil sicherlich mit dazukommen. Das war jetzt hier entsprechend der erste Schritt. Diesen Strömungsteiler kann ich einfach und kompliziert installieren, indem ich den entsprechend auswähle, dann ein entsprechendes Rohr auswähle und ganz einfach wie gewohnt mit MagiCAD dort entsprechend platziere. Ich habe das schon mal hier vorbereitet, das heißt, ich habe hier schon mal sowohl für Trinkwasser als auch für Kaltwasser eine kleine Ringleitung erstellt. Das heißt, wir haben hier diese entsprechenden Trinkwasserarmaturen schon drin, kurz angeschlossen, entsprechend mit unserem Trinkwasser-Tool und können dann sozusagen ebenfalls uns anschauen, wie eine Trinkwasserberechnung jetzt mit dem Strömungsteiler aussieht, indem wir hier in die Einregulierung des Trinkwassers gehen und dort einfach mal die Trinkwasserberechnung nach DIN 1988-300 starten. Das heißt, ich bestätige das ganz, ganz einfach und dann bekomme ich wie gewohnt entsprechend die Berechnung angezeigt. Und in der Berechnung können Sie dann natürlich ebenfalls, wenn Sie auf ein Bauteil klicken, dort diese Ringleitung sehen. Das heißt, ich habe hier entsprechend dann meinen Strömungsteiler, der hier entsprechend dargestellt wird. Und darunter habe ich dann eben meine Ringleitung mit den angeschlossenen Trinkwasserelementen, die hier entsprechend dargestellt werden und habe damit die Möglichkeit, diese auch in die Berechnung mit einzuführen. Tja, und kommen wir zum letzten neuen Feature aus dem HKLS-Bereich, also im direkten HKLS-Bereich, benutzerdefinierte Werte für Verteiler. Bei Fußbodenheizungen ist es ja so, dass ich mit dem MagiCAD-Tool Fußbodenheizung ja direkt an den Verteiler meine entsprechenden Heizkreise im Fußbodenheizungsbereich anschließen kann. Die werden sozusagen direkt mit in die Berechnung integriert und ich bekomme dadurch ja normalerweise dann auch den entsprechenden Druckverlust angegeben. Ich habe jetzt aber auch die Möglichkeit, sehr unkompliziert einem Verteiler ganz einfach diese Werte, die ich vorher ja in einzelnen Heizkreisen, Fußbodenheizkreisen entsprechend drin hatte, direkt auch manuell einfach zuzuweisen, ohne dass ich wirklich etwas anschließe. Das heißt, ich kann den Verteiler ganz einfach anbinden an mein Heizungsnetz und dort die entsprechenden Werte, wie zum Beispiel den Durchfluss, aber auch die entsprechende Leistung, die hinterlegt ist, dann für die ganzen Fußbodenheizkreise und auch den entsprechenden zu erwartenden Druckverlust dort manuell angeben, um diese Werte dann auch in die Berechnung mit einzuführen. Das heißt, Sie können auch ganz einfach von Fußbodenheizungssysteme von Herstellern sich auslegen lassen und dann die entsprechenden ausgelegten Daten ganz einfach nachtragen in den Verteiler, um so sich mehr oder weniger dann die manuelle Platzierung und das Zeichnen vielleicht für der Fußbodenheizkreise zu sparen. Das ist ein Anwendungsfall, den Sie da sicherlich nutzen können. In Revit sieht es dann entsprechend so aus, dass ich hier einen Verteiler mal eingebaut habe. Wir können uns den mal kurz in 3D anschauen, wie der hier aussieht. Das heißt, ich habe hier im Prinzip nur meine Hauptleitung angeschlossen. Die anderen Größen sind hier entsprechend alle offen. Ich habe hier nirgendwo einen Fußbodenheizkreis angeschlossen, aber ich kann jetzt hier sozusagen da entsprechend die Werte angeben. Das heißt, ich kann direkt hier in die Parameter hineinschreiben, welche Werte hier entsprechend zu erwarten sind. Da haben wir als erste den MagiCAD Piping Flow. Ah, da muss ich natürlich mit Punkt arbeiten, wie es Revit gerne möchte. Dann haben wir die MagiCAD Piping Power. Da gebe ich entsprechend die Gesamtleistung ein, die der Raum entsprechend hat. Und dann kann ich meinen zu erwartenden Druckverlust hier entsprechend auch eingeben. Und wenn ich dort die entsprechende Leistung eintrage, kann ich dann natürlich auch die
Berechnungen entsprechend durchführen. Normalerweise ist ja Magic jetzt so, wenn ich offene Enden habe, ja, dann gibt er natürlich die Meldung, hey, da ist was nicht korrekt in deinem System. Aber wenn ich diese Daten hier manuell angebe, dann übergeht MagicCat sozusagen diesen vermeintlichen Fehler, weil ja die Leistung und die entsprechenden Druckverlustdaten in dem Objekt hinterlegt sind und die Berechnung lässt sich dann unproblematisch durchführen. Natürlich kann ich ja auch wie gewohnt in MagicCat einfach mein Objekt anklicken und dann springt er sozusagen in der Berechnung hin. Sven, bitteschön. Du kannst übernehmen. Danke dir, Robert. Ich habe übernommen. Ich glaube, man sieht meinen Bildschirm. Ich hoffe auch den richtigen. Ja. Dürfte eine PowerPoint-Folie sichtbar sein. Genau. Herzlich willkommen auch von mir. Auch ich darf Ihnen jetzt noch ein paar Funktionen vorstellen. Ich beginne auch mit einer allgemeinen Funktion, sage ich mal, also einer Funktion, die nicht nur auf das Gewerk Elektrotechnik oder Electrical zurückzuführen ist, sondern die können Sie für alle Gewerke nutzen. Und zwar gibt es jetzt mit MagicCat 2023 die Möglichkeit, eben aus MagicCat heraus direkt auf die MagicCat Cloud-Eigenschaften eines Objektes zurückzugreifen, beziehungsweise diese wieder zu öffnen. Ich zeige das einmal gerne in Revit. Und zwar haben Sie in der Regel ja Ihre Planung in Revit durchgeführt und haben eben im besten Fall für uns und für Sie im einfachsten Fall eben Objekte aus der Cloud dafür genutzt. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt ein Objekt anklicken, dann können wir natürlich uns die Eigenschaften hier über die Typeigenschaften von Revit ganz normal auch anschauen und sehen da natürlich auch die Herstellerinformationen und so weiter mit drin. Die einfachere Möglichkeit oder die ansprechendere Möglichkeit ist jetzt eben hier über die verknüpften Eigenschaften in der Kontextleiste zu gehen, wo sich dann ganz normal MagicCat Connect wieder öffnet und den angeklickten Artikel einmal wieder aufruft und dessen Eigenschaften hier darstellt. Ja, unter anderem füllen wir unsere Cloud auch immer weiter mit Zusatzinformationen. Beispielsweise könnten Sie ein Objekt verwendet haben, wo die ETIM-Merkmale mitgenutzt werden und diese können Sie über die weiteren Eigenschaften im Datensatz auch direkt aus der Cloud im Nachgang zum Beispiel aktualisieren. Ja, und eben über diesen Button haben Sie nun die Möglichkeit, deutlich schneller ein Objekt innerhalb der Cloud wiederzufinden, ohne das manuell suchen zu müssen. Kommen wir zur nächsten Änderung. Und zwar ist es eine Änderung, die sich auf das Modul MagicCat Schematics bezieht. Sie sehen schon, wir sprechen hier über eine Funktion in der Bearbeitungsspalte. Und zwar geht es darum, dass wir eine Funktion geschaffen haben, die es Ihnen erlaubt, Linien an bestehenden Linien auszurichten. Ja, das erlaubt Ihnen am Ende des Tages einfach nur, Ihr manuell gezeichnetes Schema deutlich schneller und besser im Layout so anzupassen, dass es Ihnen am Ende des Tages final zusagt. Und Sie müssen nicht mit irgendwelchen Detaillinien von Revit arbeiten oder sich ein Raster dahinter legen, sondern Sie können einfach eine bestehende Linie als Referenz nehmen und können alle anderen Linien, die eben die gleiche Ausrichtung haben, an dieser Linie, an dieser bestehenden Linie ausrichten lassen und auch die angeschlossenen Objekte werden dort dann eben mit an dieser Linie ausgerichtet. Auch das zeige ich Ihnen einmal in einem kurzen Beispiel. Wir haben hier ein kleines Lüftungsschema mal gezeichnet. Das ist von Hand gezeichnet. Sie kennen ja im Electrical-Bereich die automatischen Schemata, die haben wir ja für den Heizungs- und Sanitärbereich noch nicht. Deswegen ist das hier eben komplett manuell gezeichnet. Und weil das eben manuell gezeichnet ist, ist mir da auch eben entweder ein kleines Missgeschick unterlaufen. Ich habe hier vielleicht einfach die Ausrichtung komplett ignoriert und was ganz anderes gezeichnet. Oder ich habe einfach nicht zu 100% das genau zeichnen können. Und mit der neuen Funktion, hier oben, wir sehen es, MagicCat Schematics, gibt es eben die Möglichkeit unter dem Abteil Bearbeiten die Ausrichtenfunktion nun zu nutzen. Wenn wir die anklicken, dann sehen wir wie immer ganz unten links, was Revit jetzt gerade von uns erwartet. Und zwar sollen wir eben eine Referenzlinie oder Zeile auswählen. Ich wähle in dem Fall jetzt eben hier diese Linie aus. Und ich sehe, dass hier jetzt auch nach rechts eine projizierte, etwas transparentere Linie
weitergeführt wird, die mir eben zeigt, wo rutschen jetzt Linien in meinem Schema hin, die ich jetzt anklicke, um eben auszurichten. Und indem ich jetzt zum Beispiel diese Linie hier anklicke und dann auf Fertigstellen klicke, wird diese Linie hier hochgezogen. Und Sie sehen auch alle anderen angeschlossenen Linien an diese Linie werden eben dann entsprechend verkürzt oder je nachdem, in welche Richtung die Linie sich bewegen muss, verlängert. Kommen wir zu der ersten Electrical-Funktion, die wir neu jetzt drin haben. Und zwar war es früher so, dass wenn Sie die Funktion 2D-Symbole ausrichten oder also Symbole organisieren oder die Funktion suchen oder ersetzen genutzt haben, dass dann im Zweifel Kabelverbindungen nicht mehr korrekt an das 2D-Symbol gezeichnet wurden, sondern dann beispielsweise leer im Raum schwebten. Auch da haben wir jetzt für Verbesserung gesorgt. Und zwar sehen wir hier als kleines Beispiel mal drei Steckdosen. Wir sehen auch, dass diese Steckdosen hier schon über ein Kabel eben angeschlossen sind. Ja, aber die Steckdosen, wie wir sehen an den 2D-Symbolen, sind noch nicht zueinander ausgerichtet. Und früher war es eben so, wenn wir das jetzt gemacht haben und die 2D-Symbole haben sich dann in die vier Himmelsrichtungen gegebenenfalls verschoben, dann ist das Kabel an der Stelle geblieben, an der es ursprünglich gezeichnet war. Dem ist jetzt nicht mehr so. Wenn wir jetzt hergehen und wir sagen Symbole ausrichten, dann wählen wir wieder unseren Basispunkt. Ich nehme hier wieder die Mitte, richte das Ganze aus. Dann sehen Sie, die 2D-Symbole haben sich jetzt auseinandergeschoben, sind auch ein bisschen näher an das 3D-Symbol herangerutscht und das Kabel eben entsprechend mit den drei Anschlüssen hat sich dahingehend so verändert, dass das weiterhin passend ist. Eine kleine, aber feine Änderung, die einfach dafür sorgt, dass wenn Sie Artikel austauschen über eben die Funktion Suchen und Ersetzen zum Beispiel, die wir ja auch hier in der Kontextleiste finden, dann bleiben die Objekte bzw. bleibt das Kabel korrekt an den 2D-Symbolen angeschlossen. Genau, die mit Sicherheit größte Änderung im Bereich Electrical ist eben die Möglichkeit, Sie sehen das hier auf dem Screenshot schon, eine Art Schnitt von einer Kabeltrasse zu erstellen, welcher Ihnen darstellt, wie die aktuelle Kabelbelegung auf meiner Kabeltrasse aussieht. Und Sie haben jetzt also die Möglichkeit, bestehende Kabelpakete, das sehen Sie hier an den gestrichelten Linien, als Referenz dafür anzuklicken. In den Kabelpaketen haben wir ja schon länger die Möglichkeit, in den Eigenschaften und auch für eine Beschriftungsfamilie auszulesen, wie das Gewicht zum Beispiel ist oder auch welche Kabel darüber laufen. Das Ganze können wir jetzt nun eben mit einer Darstellung durchführen und auch das zeige ich Ihnen gerne einmal in Revit. Und zwar sehen Sie hier eine kleine Kabeltrasse und wenn man genau hinsieht, dann sieht man auch, dass da zwei verschiedene Systeme drüber laufen. Das heißt, ich habe hier zwei Kabelpakete draufgelegt. Das eine deckt eben die Niederspannungsversorgung ab und das andere die Datentechnik. Das heißt, ich habe auf einer Kabeltrasse zwei Kabelpakete mit unterschiedlichen Systemen. Wie bereits erwähnt, können wir ja in den Kabelpaketen, in den Eigenschaften hier ganz normal die MagicCAD-Abmessungsparameter auslesen und somit zum Beispiel unsere Kabelpaketbreite und das Gewicht zum Beispiel auslesen. Sie sehen aber, dass wir jetzt hier auch über MagicCAD Electrical, über die Funktion Kabellayout, ein Kabeltrassenlayout anlegen können. Dieses Objekt wird dann eben wie eine Art Beschriftung platziert und kann im Nachgang natürlich auch bearbeitet werden. Sowohl beim Bearbeiten als auch beim Anlegen eines Kabellayouts erscheint dieser Dialog und Sie sehen, dass Sie hier schon aus verschiedenen Konfigurationen auswählen können. Sie können auch eigene natürlich wie immer in MagicCAD abspeichern und im Nachhinein wieder nutzen. Sie bestimmen einfach für sich, wie viele Spuren möchte ich haben. Diese Spuren werden dann eben, wenn der Haken gesetzt ist, Sie sehen das hier in der Skizze, durch Trennstege unterbrochen oder getrennt.
Und Sie sehen hier sofort auch eine Vorschau der aktuellen Kabelbelegung. Ich habe also jetzt hier zum Beispiel in der Spur 2 ganz unten mein System Tele- und Datensysteme und in der Spur 1 die Elektrosysteme abgebildet. Sie können am Ende des Tages, wenn Sie das möchten, auch hier noch eine Referenzkabeltrasse wählen. Auch das habe ich gemacht. Das sorgt einfach dafür, dass Sie direkt eine Breite und auch eine nutzbare Breite Ihrer Trasse übernehmen können. Die können Sie jetzt in den Kabeltrassenserien im Datensatz auch direkt mit hinterlegen. Das heißt, Sie können für Ihre Trasse auch jeweils sagen, dass zum Beispiel 20 Millimeter auf jeder Seite nicht nutzbar sind oder wie Sie es auch eben definieren möchten. Sie können aber auch keine Kabeltrasse als Referenztrasse nutzen und können die Werte manuell eintragen und sagen, ich habe jetzt zwar da nur mein Kabelpaket gezeichnet, möchte aber, dass das jetzt fiktiv eine 300er-Trasse abbilden soll. Ja, im Nachgang sehen Sie hier oben noch, welche Kabelpakete ausgewählt sind, können weitere hinzufügen oder entfernen. Sie sehen, welche Kabel sind darin, können sagen, ist das eine Trasse, ist das eine Leiter oder ist das eine Box, also ein Kabelkanal, und können auf der Basis eben Ihre Kabel anzeigen lassen. Am Ende des Tages sieht es dann so aus, wir erhalten eine Angabe der jeweiligen Stegbreite, wir erhalten die prozentuale Auslastung und wir erhalten hier eben an der Stelle auch das Gewicht pro Meter für diese Trasse. Mit dieser Funktion ist es Ihnen eben leichter möglich, nicht nur über eine textliche Information, sondern wirklich auch über eine grafische Darstellung eben Trassenbelegungen in Ihren Projekten darzustellen. An der Stelle war es das schon. Einige der auch electrical bezogenen Funktionen hat der Herr Schneider ja auch schon vorgestellt, wie zum Beispiel das Zeichnen von Steigleitungen. Auch das können Sie natürlich für Kabeltrassen mitbenutzen. Das ist nicht nur für Lüftungskanäle und Rohrleitungen, sondern eben auch für die elektrischen Kabelverlegesysteme mitnutzbar. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, die Änderungen haben Ihnen gefallen. Wenn Sie dazu Fragen haben, hat der Herr Schneider schon gesagt, dann können Sie sich natürlich jederzeit an support@magicat.de wenden.